Werder tritt in Saarbrücken an und die SG Aumont-Wegesack, die darf gegen einen Bundesligisten ran. 1899 Hoffenheim kommt zu uns nach Bremen. Und bei mir am Telefon ist jetzt der Trainer der SG Aumont-Wegesack, Christian Arambasic. Moin Christian. Moin Moin, hallo. Ich bin ja ganz froh, dass ich dich erreicht habe, Christian, denn bei euch klingeln die Telefone wahrscheinlich heute Sturm. Ihr habt weitere 1000 Tickets in den Verkauf gegeben für das Pokalspiel gegen Hoffenheim, ne? Genau, wir konnten sozusagen in guter Zusammenarbeit mit dem DFB, mit unserem tollen Vorstand und eben halt auch Hoffenheim dafür sorgen, dass wir weitere 1000 Karten aus dem Kontingent der Hoffenheimer für die Bremer gewinnen konnten. Mhm. Da musste, glaube ich, einiges getroffen werden, denn diese 1000 Tickets waren, glaube ich, eigentlich für den Gästebereich vorgesehen? Genau, richtig. Es war nämlich das Problem, dass Platz 11 natürlich einen großen Gästebereich hat und wir haben da mit den Hoffenheimern gesprochen, ob wir eben halt ein Kontingent noch von denen bekommen könnten, weil da natürlich nicht 2000 Zuschauer aus Hoffenheim kommen werden. Und so hat unser Vorstand es hinbekommen, dass wir über einen separaten Zugang, der gelegt wird von uns und verschiedenen Sicherheitsbestimmungen, die wir einhalten mussten, eben halt jetzt zusätzliche 1000 Karten freizuschaufeln. Mhm. Zum einen sicherlich wichtig für die Einnahmen, die man daraus generieren kann, aber sicherlich auch wichtig einfach für die Stimmung, oder? Genau, ich denke gerade bei den Preisen, die wir festgesetzt haben, bei 5 Euro ermäßigte Karten, das heißt Kinder unter 18 Jahre und 10 Euro Stehplatzkarten, sind das natürlich Toppreise, womit wir nicht viel verdienen werden. Aber wir wollen eben, und das hast du ja richtig gesagt, eine tolle Stimmung da haben. Und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn wir wirklich ausverkauft melden können. Die ersten 3.500 Tickets, die waren ratzfatz weg. Wie sieht's jetzt aus mit diesen 1.100 Tickets, die ihr nochmal freigegeben habt? Genau, sieht jetzt eigentlich auch sehr gut aus, muss man sagen. Denn in der ersten Stunde, ich hatte mich gerade erkundigt bei Nordwest-Ticket, wurden knapp über 200 Karten in der ersten Stunde verkauft. Das heißt, es läuft einfach munter so weiter, der Vorverkauf. Und ich hoffe, dass wir, wie gesagt, vor dem Spiel einfach schon sagen können, wir sind eventuell ausverkauft. Es gibt keine Karten mehr an der Tageskasse. Ganz so viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr. Die erste Runde des DFB-Pokals steht schon vor der Tür. Wie ist bei euch die Anspannung in der Mannschaft, bei dir auch? Ja, natürlich langsam merkt man es, je näher der Tag rückt, desto mehr fängt das Kribbeln an und die Spieler sind aufgeregt und nervös, aber es ist eine große Vorfreude. Die Aufregung ist eigentlich wirklich umgemünzt in Vorfreude, dass wir einfach bei so einem Event dabei sein dürfen und sogar selbst auf dem Platz stehen dürfen. Und deshalb riesige Freude. Wir freuen uns, dass das ein Riesenfest wird am Samstag. Mhm. Jetzt vergisst man immer, die TSG Hoffenheim ist ja eigentlich ein toller Verein, der hier nach Bremen kommt, aber irgendwie hat man das Gefühl, ihr steht so ein bisschen im Schatten vom SV Wilhelmshaven, der gegen Borussia Dortmund ran darf, und Reden, die gegen Bayern München spielen. Stört euch das? Natürlich wünscht man sich immer diesen großen Kracher, aber Hoffenheim ist eine ganz tolle Mannschaft und ich glaube einfach, dass wir, wenn wir da rückwirkend auf die Mannschaft gucken, dann am Ende der Saison sagen werden, wir haben gegen einen Bundesligisten gespielt, der eine sehr gute Rolle in der Liga gespielt hat, denn die haben halt einfach sehr viele U21-Nationalspieler in ihren Reihen und ich glaube einfach, dass diese Mannschaft uns schon zeigen wird, wo dann der Hammer hängt. Und Tim Wiese als ehemaliger Bremer ist er ja eigentlich gar nicht so zufrieden. Dann könnte man ja vielleicht so ein bisschen als Spion nutzen, oder? Schön wär's, aber ich glaube, da ist er sehr professionell. Da wird er uns, glaube ich, keine Informationen zukommen lassen. Klar, wir hätten uns natürlich riesig gefreut, wenn er im Tor gestanden hätte. Wäre natürlich eine tolle Sache und auch für die Werder-Fans, die da vielleicht sicherlich auch kommen werden, um uns zu unterstützen, dann Tim Wiese wiedersehen zu können. Aber wie gesagt, wahrscheinlich wird er da nur als Randzuschauer oder vielleicht auch gar nicht in Bremen sein. Das wissen wir überhaupt nicht. Keine Ahnung. Mhm. Jetzt hoffen wir erstmal, dass das Stadion ausverkauft ist. Platz 11 am kommenden Samstag spielt ihr dann gegen die TSG Hoffenheim. Wir drücken die Daumen und hören uns aber auf jeden Fall nächste Woche nochmal wieder. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Christian. Tschüss.